Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind hier wie versprochen wieder im Wolkenhort. Es kann allerdings sein, dass ein paar Sachen in meinem Inventar für diese Folge etwas anders aussehen als sonst, weil mein Aufnahmeprogramm meinte, die letzte Folge einfach nicht aufnehmen zu wollen. Deswegen habe ich jetzt das ganze Spiel bis zu der Stelle nochmal nachgespielt, damit ich euch das auch wirklich sagen kann, zeigen kann. Denn wir haben gleich eine ziemlich coole Cutscene. Außerdem haben wir recht viel zu tun hier im Wolkenhort. Die Frage ist, machen wir das jetzt gleich? Zuallererst würde ich ganz gern dieses fliegende Haus suchen, das euch bestimmt schon aufgefallen ist, dass hier immer wieder durch die Gegend fliegt. Und dann wollen wir mit unserem Käfer einfach mal hier gegen die Glocke fliegen. Und dann kommt hier eine Leine runter. Was soll ich... Hallo, Leine, Link. Muss man auch noch Sport machen, um hier einkaufen zu gehen. Was ist das denn? Das ist ja unzumutbar. Und hier in dem Haus drin, in dem fliegenden Haus, haben wir Terry. Und der hat hier ein paar sehr interessante Sachen zum Verkauf. Wir wollen... Zum einen, wir können uns leider noch nicht alles leisten. Wir wollen zuerst mal den Kescher. Das Schmetterlingsnetz für super einfache 50 Rubine. Das ist ein richtiges Schnäppchen. Damit können wir nämlich Käfer und Insekten fangen. Ist später recht wichtig, um Tränke zu machen und Sachen zu verbessern. Wollen wir auf jeden Fall haben. Außerdem wollen wir die vergrößerte Geldbörse haben. Für 100 Rubine. Wunderbar. Damit können wir jetzt 600 statt 300 Rubine tragen. Dann wird unsere Tasche auch nicht so schnell voll. Das können wir uns leider noch nicht leisten. Das ist ein Herzmedaillon. Das ersetzt quasi einen Herzcontainer. Das müssen wir dafür im Gegenzug immer im Inventar haben. Also, es besetzt halt einen Inventarslot. Dafür haben wir ein Herz mehr. Davon gibt es zwei im Spiel. Das können wir uns aber noch nicht leisten. Und wir wollen die Zusatztasche. Ach, ich dachte, die würde die Hälfte kosten. Mist, da war ich etwas falsch. Aber wir haben sowieso noch was, was wir kaufen wollen. Das heißt, ich bin froh, wenn wir jetzt noch ein bisschen Geld übrig haben. Und dann rollen wir uns einmal ganz gekonnt in den Bazar. Ich hoffe, das geht jetzt preislich aus. Was ist das denn? Was sehen da meine Augen, junger Freund? Ich sehe, vor dir liegt ein beschwerlicher Weg. Er ist voller Gefahren, Steine und mit Hindernissen geradezu übersät. Junger Freund, solltest du dein Ziel je aus den Augen verlieren? Das hast du mir doch schon erzählt. Vertraue den sanften Augen. Lausche meiner klaren Stimme, dann droht dir keine Gefahr. Kaum gruselig, der Mann. So, der gute Mann hier, ich möchte nicht mit dir reden. Der hat ein neues Schild, ein Eisenschild. Ich hoffe, dass wir uns das leisten können. Ja, 100 Rubine. Her damit! Vielen Dank, Wetterherr. So, bis auf die Abenteurertasche haben wir jetzt alles, was wir haben möchten. Das heißt, wir führen mal unsere Quest fort und gehen wieder in die Statue der Göttin, wie wir es hier eigentlich machen sollten. Wollten. Hier hinten rum, hüpf! Und auf nach oben. So, da sind wir. Dann Link. Spiel doch mal dein Puzzlespiel hier. Zack, die Rubintafel ist eingesetzt. Schwing! Und es öffnet sich uns ein neues Tor ins Erdland.
Gebieter, ich stelle fest, dass sich in nordöstlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du die Reise vorbereitet hast. Genau. Allerdings gibt es jetzt noch eine neue Nebenquest, die wir machen wollen. Beziehungsweise es ist... Was sich jetzt für uns auftut, ist die Hauptnebenquest, würde ich sagen. Cookie, meine Cookie, wo bist du nur? Ach, wo ist denn nur meine kleine Cookie bloß? Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Oh, du bist es, Link. Moment, meine Stimme kackt gerade ab. Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Cookie zufällig gesehen? Leider nicht. Ich verstehe. Ich bitte dich, Link, willst du nach meiner Tochter suchen? Ich bin schon ganz verzweifelt. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie zusammen mit einer sehr finsteren Gestalt gesehen. Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wäre von einem fürchterlichen Dämon entführt worden. Was soll ich nur tun? Meine liebe kleine Cookie ist verschleppt worden, da bin ich ganz sicher. Bitte finde meine kleine Cookie, ich bin sicher, sie hat furchtbare Angst. Ich bitte dich, Link. Ja, suchen wir sie. Vielen Dank, ich wusste, dass ich auf die Schüler der Ritterschule verlasse. Ich zähle auf dich. Ja, so ziemlich alle Nebenquests in diesem Spiel werden auf diese Nebenquest zusammenlaufen. Das werdet ihr aber gleich noch sehen, wie das ist. Auf der Suche nach Cookie sollten wir vielleicht mal die Leute befragen, die hier rumlaufen, ob die was gehört haben. Zum Beispiel das Kind da. Hey Kind, hast du kleine andere Kinder entführt? Hey Link! Was? Du warst in Terrys Laden? Paar dover Angeber. Cookie, wir haben neulich beim Friedhof zusammen gespielt. Als meine Mama mich gerufen hat, bin ich nach Hause gelaufen. Was ist denn dann passiert? Beim Friedhof also? So, so. Dann gehen wir doch mal Richtung Friedhof. Und schauen, vielleicht gibt es ja da noch jemanden, der was zu sagen hat. Hast du das gehört? Ein kleines Mädchen ist verschwunden, als es beim Friedhof gespielt hat. Wie kann in einem solch kleinen Dorf ein Kind einfach verschwinden? Eine Tragödie. Ganz meine Worte. Ich könnte es nicht besser sagen. Du sagst, es könnte sein, dass sie von einem Dämon verschleppt wurde. Ich sag, das ist eine Tragödie, nicht, dass sie von einem Dämon verschleppt wurde. Das kann doch nicht möglich sein. Ah, fällt mir was ein. In der Nähe des Wolkenhorts lebt ein alter Mann, der oft über Dämonen erzählt. Er redet ständig wirres Zeug, deshalb hat ihm bis jetzt niemand so recht geglaubt. Wo der alte Mann jetzt ist? Ich glaube, dass er meist in der Kürbisbar östlich des Wolkenhorts sitzt und dort die Zeit totschlägt. Aber du musst mit deinem Wolkenvogel dorthin fliegen. Vergiss das nicht. In der Kürbisbar also. Dann würde ich sagen, sehen wir uns da gleich. Klatsch. So, da sind wir in der Kürbisbar. Allerdings nicht für lang. Wir wollen nur ganz kurz mit dem gruseligen alten Mann sprechen, der wie sich... Ah, das habe ich auf dem Spielstand gar nicht gemacht. Ups. Nicht wundern, einfach hinnehmen. Wir spielen nachher auch auf meinem... Also auf dem richtigen Spielstand weiter. Ich will nur diese eine Folge hier auf dem Spielstand machen, um euch das alles zu zeigen. Das Wolkenhort-Monster, du glaubst doch, oder? Du glaubst mir doch, oder? Eigentlich ist es gar kein Monster, sondern ein Dämon! Ein Dämon-Monster, ein Monster-Dämon, ein monströser Dämon! Und niemand überlebt eine Begegnung mit ihm. Was? Du willst wissen, ob ich schon mal gesehen habe? Ja, sicher. Ich habe ihn gesehen und ich kann auch nur davon berichten, weil ich die Beine in die Hand genommen habe und geflitzt bin. Jemand mit weniger Glück hätte mit Sicherheit ins Gras gebissen. Wie dem auch sei, ich habe dieses Biest mit eigenen Augen gesehen und ich lasse mir nichts anderes erzählen. Ich lief also gerade in der Nähe des großen Baumes auf dem Friedhof mitten in der Nacht. Der Dämon schlug auf den Grabstein beim großen Baum, welcher sofort hell aufleuchtete. Dann schob er den Grabstein zur Seite und plötzlich öffnete sich die Tür zum Schuppen. Der Dämon ging hinein und schloss mit einer für eine Bestie sehr unüblichen Eleganz die Tür hinter sich. Ich werde diesen Augenblick mein Lebtag nicht vergessen, diesen Anblick. Halte dich nachts vom Friedhof fern. Okay, ihr wisst, was das bedeutet. Wir werden uns nachts definitiv nicht vom Friedhof fernhalten. Und wir sehen uns dann gleich im Wolkenhort wieder. Bis gleich. So,
Jetzt sind wir zwar im Wolkenhort, aber ihr erinnert euch, der alte Mann sagte Nacht. Deswegen gehen wir einfach mal in irgendein Haus hier. Ganz, ganz dreist. Hallo, ich bin übrigens der Held. Außerdem bin ich der Protagonist des Spiels. Ich leg mich mal in euer Bett. Ah, das ist das Haus von den Trankbesitzern. Oh ja, hier gibt's später auch noch eine Nebenquest. Die Frau ist einfach am Schlafen, der Mann muss sich um das Kind kümmern, ey. Du Armer. Oh, dieses Kind will einfach nicht schlafen, was mache ich nur? Schlimm, schlimm. Das kann man wohl sagen, aber ist dieses Baby trotzdem nicht einfach unglaublich süß? Wenn du selbst mal Kinder hast, wirst du das verstehen. Ja, schlaflose Nächte und so. Habe ich tatsächlich ein bisschen weniger Lust drauf. So, aber wir haben jetzt Nacht. Gruselig. Das ist das erste Mal, dass wir nachts im Wolkenhort... Nein, stimmt gar nicht. Wir sind nicht das erste Mal nachts im Wolkenhort unterwegs. Wir waren ja schon mal nachts im Wolkenhort unterwegs, aber hier drüben sind wir das erste Mal in der Nacht. Und hier ist der Friedhof. Mit Monstern! Weg mit euch. So, der sagte, der Stein unter dem Baum wird angehauen und dann zurückgezogen. Nein! Und der Schuppen öffnet sich. Und das wohl hinführt. Also zuallererst klettern wir ganz langsam. Ach komm. Wir können eigentlich auch den hier machen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind unterhalb des Wolkenhorts. Was ist das denn hier? Ah! Und von wem dieser Schrei kam? Das finden wir in der nächsten Folge raus. Ja, ich bin ein richtiges Arschloch. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.